Herzlich willkommen, wir schauen heute auf Razer. Die haben gestern ihren Ausblick auf das Jahr 2022 rausgebracht, aber auch die Zahlen für 2021. Razer, ein Penny Stock, momentan der Kurs bei 27,9 Cent. In der Range ist es ja immer und es gilt als Lifestyle-Marke im Gaming- und PC-Bereich. Ich selber habe tatsächlich auch eine Maus von Razer, mit der ich jetzt hier mal durchnavigiere. Die Prognosen von den Analysten ist bei 32 Cent als Kursziel für das nächste Jahr, also eine Steigerung von 16%. Generell ist für mich Razer vor allem eine Liebhaberaktie. Wie gesagt, es geht mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, aber es tut sich nicht so viel. Die Zahlen für das letzte Jahr, die sind wirklich exzellent gewesen. Der Net Profit lag bei 43,4 Millionen US-Dollar, nachdem man ja im Jahr davor das erste Mal profitabel gewesen ist mit 0,8 Millionen, also 800.000 Gewinn sozusagen, war das schon eine ordentliche Steigerung und auch der Umsatz ist um über ein Drittel größer gewesen mit 1,6 Milliarden US-Dollar, sehr, sehr ordentlich. Allerdings hat auch der CEO Min Liang Tan gesagt, dass es vor allem an den ersten Halbjahr 2021 gewesen ist. Im zweiten Halbjahr hatte man doch arge Probleme mit den klassischen Sachen, die man auch aus den anderen Branchen kennt. Lieferketten, Supply Chain Management, die Chipknappheit, Hardware, die gefehlt hat und dementsprechend sind auch sehr die Kosten gestiegen. Was sagt er? Ich habe hier mal ein Statement rausgebracht. Sie wollen auf jeden Fall in neue Wachstumskanäle investieren und auch das Ökosystem sozusagen um Razer erweitern. Das heißt, dass du von Razer im Prinzip alles bekommst. Und das wird natürlich viel kosten. Und bevor man davon die Früchte quasi trägt, wird das noch einiges dauern und vor allem im Short- und Medium-Term-Business die Gewinn- oder Gesamtperformance dann doch schmälern. Ja, wie gesagt, bei 27 Cent kann sich jeder eine Razer-Aktie auf jeden Fall leisten, beziehungsweise das ist auch so ein bisschen der Reiz, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und es gibt ja auch immer mal wieder Gerüchte darüber, dass es Investoren gibt, dass die Firma aufgekauft wird und auch der CEO ist da gar nicht so abgeneigt. Ansonsten, was sind denn diese Wachstumskanäle, von denen Min Liang Ting spricht? Na, das ist auf jeden Fall die Erweiterung des Hardware- und auch Möbelbereich sozusagen. Razer hat ja auch Gaming-Stühle und alles Mögliche, auch Masken hier, Atemschutzmasken, dass man da halt auch weiter investiert. Es gibt Razer Gold, das ist so eine Mitgliedschaft, wo es halt diverse Benefits gibt. Das soll auf jeden Fall weiter auch regional ausgebaut werden. Und man ist ja schon länger dabei dran, eine Fintech-Lizenz zu bekommen in Shanghai. Das hat bisher nicht funktioniert, aber auf jeden Fall möchte Razer auch in dem Fintech-Bereich sein Ökosystem ausweiten. Und wie gesagt, das wird alles mit Kosten verbunden sein und dementsprechend wird es definitiv dauern, bis da die Investitionen sich wieder rentieren. Für mich Razer eine Liebhaberaktie, die man ins Depot legen kann, wenn man die Marke mag, wenn man sich die einfach die Entwicklung anschauen möchte. Ich glaube, das Unternehmen hat sehr, sehr positive Aussichten, aber gerade im Aktienbereich gibt es mit Sicherheit bessere Alternativen, wenn man kurzfristige Gewinnperformance sehen möchte. Denn das zweite Halbjahr, wie gerade eben schon erwähnt, war nicht so gut wie das erste und man erwartet wirklich mit den steigenden Kosten, dass es jetzt auch 2022 etwas ruppig wird. Was denkt ihr über die Razer-Aktie? Lasst es mich doch wissen und lasst doch auch noch zusätzlich ein Abo da. Darüber freuen wir uns ganz genauso wie über jedes Like, Kommentar und Feedback. Vielen Dank!